Hi und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute geht es um den Selbstverteidigungsparagraphen. Den erklären wir euch ganz einfach. Nicht vergessen, abonniert unseren Kanal und nun viel Spaß beim Video. Eigener Schutz durch Notwehr. Jede Bürgerin, jeder Bürger hat in unserem Land das Recht, sich gegen eine Bedrohung oder einen Angriff zu schützen und zu wehren. Das ist im Strafgesetzbuch festgelegt. Dort heißt es im sogenannten Notwehrparagraphen, Strafgesetzbuch, Paragraph 32 Notwehr. 1. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 2. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Wann ist es Notwehr? Definition im Strafrecht. Bei der Notwehr handelt es sich um einen sogenannten Rechtfertigungsgrund, der eine an sich strafbare Handlung unter Berücksichtigung besonderer Umstände unter Straffreiheit stellt. Im Gesetz steht aber auch, dass die Abwehr des Angriffes verhältnismäßig sein muss. Was bedeutet das genau? Angenommen, ein Angreifer greift mich an und es kommt zum Gerangel und der Angreifer fällt zu Boden. Jetzt darf ich auf keinen Fall auf dem am Boden liegenden Angreifer einschlagen oder eintreten, dass der entstehende Schade bzw. eine mögliche schwere Verletzung zur Folge hätte. Das wäre nicht verhältnismäßig und strafbar. Doch am besten ist es für alle Beteiligten, wenn es erst gar nicht zu einem Übergriff oder einer Notwehrsituation kommt.